So Leute, wisst Bescheid. Bam. Natürlich Stativ aufbauen. Hier Softbox natürlich auch noch mit am Start. Es ist gerade Punkt 1.28 Uhr. Gerade mit den Jungs eine Baba hier Pfeife geraucht. Und jetzt natürlich ein Baba Video für euch drehen. So Leute, was geht ab? Auf jeden Fall herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr seht's. Seiten auf Ziffer heute frisch geschnitten, aber irgendwie hatte ich gar keinen Bock, meine Haare zu machen, heute mal auf so süß unterwegs. Auf jeden Fall, ich habe eine geile Idee. Ich werde heute mit euch auf Hater-Kommentare reagieren. Ich glaube, ich habe das Video jetzt schon ein paar Mal gemacht, jetzt länger nicht mehr, deswegen habe ich mir einfach überlegt, reagieren wir mal so ein bisschen auf die Hater-Kommentare, weil wir müssen mal den Hatern auch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit geben, auf jeden Fall. Weil ich sperre meine Kommentare voll und dislike meine Videos auf denen so. Ich gebe denen gar keine Aufmerksamkeit, ihr auch nicht. Deswegen geben wir denen einfach mit diesem Video mal so ein bisschen Aufmerksamkeit. So, ich habe mir jetzt hier so ein paar Hater-Kommentare aufgeschrieben, ein paar rausgesucht, ein bisschen aufgeschrieben, dies, das. Der erste Hater-Kommentar ist: Ali, warum rauchst du an Ramadan eine Shisha haram? Ich will euch mal was sagen. Nummer 1, es ist meine Sache, ob ich eine Pfeife rauche nach Iftar oder nicht. Nummer 2 ist, was machen die Menschen in den ganzen arabischen Ländern, zum Beispiel wie in Tunesien, in Libanon, in Saudi-Arabien, in Dubai oder allgemein in den ganzen arabischen Ländern, was machen die da? Nach Iftar gehen die ins Café, machen sich einen Kaffee, rauchen eine Pfeife auf entspannt. Was ist denn jetzt daran haram? Warum sollte man jetzt darüber urteilen so auf denen? Locker diese Menschen, die da schreiben, ich glaube, die fasten nicht mal, ich schwöre. Ich habe hier mal eine Boxautomat-Challenge, glaube ich, vor 3-4 Tagen mit meinem leiblichen Bruder gedreht und viele schreiben hin, das ist ein Automat für Kinder, dies und das. Ein Boxautomat ist ein Boxautomat. Es gibt kein Kinderboxautomat. Und sogar dieser Boxautomat ist viel, viel schwerer als die anderen Boxautomaten. Ich habe schon so viele Boxautomaten ausprobiert und das war bis jetzt der schwerste. Locker gönnen diese Menschen einfach nicht, wie stark einfach mein Haken ist. Egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall, Leute, es war kein Kinderboxautomat. Das gibt's gar nicht. Wie soll ein Kind an so einen Boxautomat überhaupt reinkommen? Ich kann wetten, dein Bruder schämt sich für dich. Also das Video habe ich ja mit meinem Bruder abgedreht, das mit dem Boxautomat. Warum sollte er sich schämen? Das geht gar nicht. Dann würde er gar nicht das Video drehen, allgemein. Das ist mein leiblicher Bruder. Er steht hinter mir, Mann. Meine Familie steht hinter mir. Meine Community steht hinter mir. Die wahren Menschen stehen hinter mir. Deswegen labert man nicht so viel Scheiße. So, der nächste Hater-Kommentar ist, der kommt oft. Hör mal auf mit YouTube, mach kein YouTube mehr, hat keinen Sinn mehr, dies und das. Warum soll ich aufhören mit YouTube? Es ist meine Sache, ob ich jetzt vor der Kamera sitze und Videos drehe oder allgemein irgendwas anderes mache, es ist meine Sache. Ich werde niemals mit YouTube aufhören, ich werde niemals, niemals aufgeben. Oder weißt du was, Alter? Nur weil ihr schreibt, ich soll mit YouTube aufhören. Ey, ich schließe jetzt meinen Kanal, Mann. Ach, sei mal leise, Mann. Hör mal auf mit YouTube. Ich verstehe diese Menschen nicht. Warum kommen die dann überhaupt auf meinen Kanal? Weil euch diese Videos einfach interessieren. So, Punkt aus Ende. Euch interessiert mein Leben, was ich privat mache oder allgemein meine Videos. Euch interessiert das einfach. Dann würdet ihr auch nicht auf mein Video draufklicken und auch nicht kommentieren. Ganz einfach, das ist Fakt. Der nächste Hater-Kommentar ist, viele YouTuber machen Videos gegen dich. Geh dich mal eingraben und so halt diese ganzen Sachen. Mir ist das in letzter Zeit, ihr seht's, ich baller jetzt regelmäßig wieder Videos, ich ziehe einfach mein Ding durch auf meinen ganzen Social Medien. Ich antworte nicht mal auf einen YouTuber, ich gebe denen nicht mal Aufmerksamkeit. Die sollen Klicks auf meinen Nacken machen, ihr Geld verdienen, ist mir scheißegal. Ich werde auf gar keinen YouTuber mehr antworten. Gar nicht mehr reagieren, nichts, nichts. Die kriegen null, null Aufmerksamkeit mehr von mir. Außer ich muss mich verteidigen oder irgendwas sonst, ey. Die kriegen null Aufmerksamkeit mehr von mir. Genau das ist ja deren Ziel, Aufmerksamkeit von Ali Hakim zu bekommen, ganz einfach. Du bist ein Ich glaube, ihr wisst ja, was ich meine. So, du kennst nicht mal meine Familie oder an diese Menschen, die einfach meine Familie bleiben. Ihr kennt nicht mal meine Familie auf denen so. Ihr wisst gar nicht, wie liebevoll meine Familie ist. Macht euch weiter so, bleibt meine Familie. Dies und das, es juckt mich nicht. Aber ihr kennt nicht mal meine Eltern, deswegen nehme ich diese Bleiben auch gar nicht ernst. Ihr kennt meine Eltern gar nicht. Nichts, ihr wisst gar nichts über mich. Deswegen an diese ganzen Menschen, die bleiben unter die Kommentare, ich lache schon langsam darüber, weil ihr kennt meine Familie nicht mehr deswegen. Wann löschst du endlich deinen Account? Niemals, niemals. Er hat auch die 5 Sekunden genutzt, um zu disliken. Ja, auf jeden Fall hast du die 5 Sekunden genutzt, um zu disliken. Locker hast du mein ganzes Video angeschaut und du hast ja auch noch kommentiert auf den so. Mach ruhig weiter so, Wallah, hä? Kein Problem. Ich würde 10 Euro bezahlen, um zu sehen, wie du von einem Mädchen geschlagen wirst. Und ich würde dir kostenlos ein High-Kick geben, Wanda. Einfach, ich bezahle nichts, geh zu dir hin, gib dir einfach ein High-Kick. Für 0 Euro. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eine Beleidigung
Wer feiert diesen Typ, Digga? Wie kann man so viel lügen? Woher wollt ihr wissen, dass ich lüge in meinen Videos? Ich präsentiere mein Leben auf YouTube und alles, was ich präsentiere, geht euch nicht an. Ob ich lüge, ob ich nicht lüge, es sind meine YouTube-Videos. Und warum soll ich lügen? Ich will mal wirklich, dass die Hater, wenn die unten was wirklich hinschreiben, ein Argument irgendwie bringen. So, die haben kein Argument. Ich glaube, wenn die vor mir stehen, die würden ihre Fresse nicht mal aufmachen. Das ist so eine richtige Internet-Rambus. Richtig krass seid ihr. Du fastest eh nicht, lüg uns nicht an. Mir ist es egal, ob ihr da draußen denkt, ob dass ich faste, dass ich nicht faste. Hauptsache meine Familie weiß, dass ich faste und der Gott da oben. Mir ist es egal, ob ein kleines Kind, das 12 ist, es nicht glaubt. Ein 15-Jähriger, ein 20-Jähriger, ein Opa, ist mir scheißegal. Ich mache es doch für Gott, deswegen nicht für euch und für meine Familie und dies und das. Bist du ein Mann oder eine Maus? Also manchmal bin ich eine süße Maus, manchmal bin ich ein Mann. So, wisst ihr, was ich meine? Manchmal bin ich sogar eine Katze. Kein Problem. Manchmal bin ich Ali. So. Ali, du nervst. Wenn ich nerve, komm doch nicht auf meinen Kanal. Hä? Wenn ich nerve. Das hat doch gar keinen Sinn. Ali, du nervst. Ja, dann guck doch nicht meine Videos. Komm nicht auf meinen Kanal. So, komm auf gar nicht auf die Gedanken. Ich weiß gar nicht. Locker habt ihr immer meinen Namen in meinem Kopf. Ali, ey, hat ein neues Video. Klar, lass mal direkt auf das Video gehen. Das interessiert mich, dies und das. Da machen die mir einen auf Hater. Richtige Internet-Rambos. Hier, ihr seid Internet-Rambos. Mehr seid ihr nicht. Ich könnte noch so viele Hate-Kommentare vorlesen, aber egal, das war's. Scheiß drauf. Aber ich bedanke mich natürlich bei meiner Community, die ich mir wirklich jetzt erbaut habe, die wirklich hinter mir steht. An jeden, der mit mir ein Bild draußen macht. Es motiviert mich weiterhin, Videos zu drehen, weiter für euch aktiv zu sein, mein Ding durchzuziehen. Danke für die ganze Motivation. Danke einfach für alles, für den ganzen Support. Scheiß mal auf diese kleinen Dummies. Es sind alles nur Hater, das hat gar keinen Sinn. Weil ich glaube, würde man keine Hater im Leben haben, würde man auch nicht weiterkommen. Hater bringen einen weiter, deswegen alles ist gut. Auf jeden Fall, ja, mal Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, was Videos ihr allgemein noch sehen wollt. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr niemals ein Video von mir verpasst. Checkt meine sozialen Netzwerke ab in der Beschreibung. Und ich würde sagen, das war's von mir. Und ja, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Peace. An diese Leute, die schreiben, ich bin eine Rakete. Nochmal einfach extra für euch. Was wollt ihr machen? Ja, lasst Salam alaikum, peace.